Schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen bei Potterlander. Ich bin wieder unterwegs. Ganz kurz eine kleine Taschenlampenrunde. Mitten im stockdunklen Wald. Im Essener Stadtwald. Es regnet. Es ist nass. Es ist kühl. Ich bin mal gespannt. Es gruselt schon sehr. Auf geht's. Boah. So, wenn man nur mit dem Kameralicht filmt, sieht man so gut wie nichts. Und die Taschenlampe zum Glück. Ach. Hält das Ganze doch enorm auf. Und das in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Ja. Und gerne auch im Turbo-Modus. Trotzdem ist die Lichtausbeute der GoPro jetzt nichts, was man wirklich hier für ein längeres Video bei Nacht nutzen könnte. Ich bin mal gespannt, ich laufe mal hoch zum Waldpark und es gruselt mich doch sehr, ehrlich gesagt. Obwohl ich ganz genau weiß, dass ich nur wenige Meter von der Straße weg bin, ist es schon ein kleines bisschen schaurig, ehrlich gesagt. Und eigentlich fühle ich mich im Wald auch zu jeder Tages- und Nachtzeit doch sicher. Aber es ist auf jeden Fall unheimlich und da bleibt. Vielleicht kennt ihr das auch sogar, wenn euch die Nackenhaare, wenn sich die Nackenhaare aufrichten, man das Gefühl hat, jemand ist hinter einem und du drehst dich um und siehst nichts. Trotzdem wirst du das Gefühl nicht los, dass dich irgendjemand beobachtet. Ich bin jetzt gleich am Galgenberg in der Schillerwiese, wenige Meter nur von zu Hause entfernt und mir ist schaurig zumute, mir gruselt's. Die Regentropfen im Unterholz, der Wind in den Bäumen, überall knackt's und raschelt's. Ich muss hier raus. Wo ist der Ausgang? Ich will nach Hause. Raus aus dem Wald. Schnell Richtung Altenhofsiedlung. Ich muss hier weg. Das ist nichts für mich. Ich muss hier raus. Wo geht's lang? Da hinten. Da hinten kommen Leute. Spaziergänger. Hunde im Wald jetzt. Ich hab die Taschenlampe. Ich habe keine Ersatzbatterien bei. Der Akku ist gleich leer. Ich finde den Ausgang nicht. Gerade noch mal geschafft. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Das war knapp. So, Freunde. Besseken. Das war natürlich alles nur gespielt, oder? Ich wollte einfach mal die Taschenlampe ausprobieren und die andere Kamera. Ich hoffe,
konnte ein bisschen Grusel erzeugen. Mir jedenfalls hat es absolut gereicht. Ich bin froh, wenn ich jetzt wieder eine Straßenlaterne sehe. Das war's von meinem kleinen Taschenlampenspaziergang hier im Essener Stadtwald. Ganz kurz zum Waldpark hoch und einmal Richtung Altenhofsiedlung. Und jetzt wieder ab ins helle Rüttenscheid. Bleibt gesund, macht euch ein schönes Adventswochenende. Vergesst trotzdem das Rausgehen nicht. Bis bald, euer Schrömi von Pottananda. Ciao, ciao.